Klöster sind ja Orte, an denen Himmel ganz oben und Erde zusammentreffen. Und das ist genau hier ein solcher Raum, der in luftige Höhen geht, nach offen, also hochspirituell aufgeladen für die Mönche. Was dieses Kloster hier oder die Klosteranlage so attraktiv macht, ist, dass man entweder in Gruppen oder auch ganz alleine durch diese mittelalterlichen Räumlichkeiten wandeln kann, sich von dieser Architektur gefangen nehmen lassen kann, dieser besonderen Architektur, die ja wirklich nicht überall zu finden ist. Aber hier kann man einmal im Kreuzgang und nicht nur hier im Kreuzgang, sondern auch in den allen anderen angrenzenden Räumlichkeiten wirklich einmal richtig so die Atmosphäre des Mittelalters einsaugen. Der höchste Punkt hier ursprünglich in der Klosteranlage war im Mittelalter mit Sicherheit der Vierungsturm, weil Zisterzienserklöster haben im Westen keine zweischiffige Turmanlage oder ähnliches, wie man sie von Bischofskirchen oder auch von wichtigen Pfarrkirchen eventuell kennt. Nein, das haben sie nicht, sondern sie haben einen Dachreiter. Und dieser Dachreiter, würde ich sagen, war einst der höchste Punkt. Der Dachreiter ist nichts anderes als ein Anläuteturm direkt über der Vierung der Klosterkirche. Also da, wo sich Langhaus und Querhaus treffen, genau darüber war dieser Dachreiter. Was die Besucher heute anzieht, schon von Weitem, ist die wirklich hoch in die Lüfte ragende Kirchenruine. Und somit heute auch der höchste Punkt dieser gesamten Klosteranlage. Ursprünglich also war das hier alles rund 25 Meter hoch, aber aufgrund dessen, also dass wirklich die gesamte Dachanlage der Klosterkirche aufgrund ihrer Ruinensituation selbstverständlich nicht mehr da ist, aber kann man dennoch erahnen, welch wirklich repräsentative Größe und Höhe diese Kirche einst hatte und was das letztendlich auch für diesen Ort bedeutet hat.